Vorreiterland für grünen Strom erwägt jetzt Einsatz von Öl und Gas. BASF macht sich aus dem Staub und nennt auch die Gründe dafür. Ich sage nur Robert Habeck. Und Wolfgang Krupp zerlegt die Ampelregierung in einem Interview. Zitat: Das hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Ja, was lese ich denn da heute im Fokus? Vorreiterland für grünen Strom erwägt jetzt wieder den Einsatz von Öl und Gas. Erneuerbare Energien sind doch das Allheilmittel überhaupt und vor allem nicht in Frage zu stellen. Kritik an möglichen Ausfällen, zum Beispiel durch Dunkelflauten, stammen nur von rechten Schwurblern und ewig Gestrigen. Und das ganze Geschwafel von einer sicheren Grundlast, zum Beispiel durch Kernkraftwerke, ist auch alles Unsinn. Schließlich gibt es das große Vorbild Costa Rica, die ihre Stromproduktion tatsächlich zu 100% aus sogenannten erneuerbaren Energien beziehen. Davon rund 70% alleine aus Wasserkraft. Nur gab es jetzt am 13. Mai eine böse Überraschung. So schreibt der Fokus: Ab 13. Mai beginne die Rationierung von Strom in Costa Rica, berichtet die Tageszeitung La Nación. Was, wie jetzt? Stromrationierung? Ja, die Versorger hatten bereits angekündigt, wann sie mit der Stromrationierung beginnen würden. Zu Beginn, so lauten die Prognosen, werde etwa 3 Stunden täglich kein Saft mehr aus der Steckdose kommen, so der Fokus. Der Hintergrund sei das Wetterphänomen El Niño, das für einen starken Rückgang der Niederschläge in der Region des mittelamerikanischen Landes gesorgt hat, in denen sich ausgerechnet die wichtigsten Wasserkraftwerke befinden. Und da diese ja wie oben erwähnt für 70% der Stromversorgung verantwortlich sind, gab es da natürlich Probleme. Dazu kommt noch, so der Fokus weiter, dass der Wind auch nicht mehr so weht wie gewohnt. Die Behörden sprechen von instabilen Windströmungen. Ja, wer hätte das nur ahnen können, dass erneuerbare Energien sehr stark vom Wetter abhängig sind und dadurch eine Versorgung aus 100% erneuerbarer Energien durchaus riskant ist. Mal hat man eben viel Strom und mal gar keinen. Also ich frage mich, wie man in Costa Rica jetzt damit zurechtkommen will, wenn zum Beispiel ein Krankenhaus 3 Stunden am Tag einfach keinen Strom mehr hat. Oder man stelle sich vor, man hätte eine Serverfarm, die dann eben mal 3 Stunden heruntergefahren werden muss. Und dass man regelmäßig so eine lange Zeit mit einem Notstromaggregator überbrücken kann, bezweifle ich doch sehr. Es zeigt aber mal wieder sehr schön das Problem an dem Grundgedanke, dass alles zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Wenn Wind und Sonne im Überschuss Energie liefern, liest man überall, wie toll doch die erneuerbaren Energien sind, die ja sogar mehr Strom liefern, als man eigentlich braucht. Aber ein Mangel an Strom ist genauso ein Problem wie ein Überschuss an Strom. Es gibt hier kein Mehr ist besser, zumindest nicht, solange man den Überschuss nicht sinnvoll speichern kann. Und in den Stromnetzen kann man leider keinen Strom speichern, auch wenn Frau Baerbock da anderer Meinung ist. Aber wir können an der Grundlast des Netzes, und das war mein Punkt, so stabilisieren, dass sich im Netz die unterschiedlichen Akteure ausgleichen. Verkürzt, ja, das Netz wird in Zukunft, die verdrehen die Augen, aber so ist es, in Zukunft wird das Netz eine Rolle auch bei der Speicherung spielen. Ja, sowas erzählt unsere feministische Außenministerin im Fernsehen. Am Ende kann man sich das mit den erneuerbaren Energien so ein bisschen vorstellen wie mit Regen. Regnet es über Monate lang nicht, bekommen wir ein Problem. Aber regnet es zu viel, haben wir genauso ein Problem. Wir brauchen Strom eben in genau der richtigen Menge zur richtigen Zeit. Kommt zu viel, müssen wir ihn oft mit Verlust verkaufen, also anderen Ländern Geld bezahlen, damit sie uns den überschüssigen Strom abnehmen, um das Stromnetz stabil zu halten. Und haben wir zu wenig, müssen wir ihn teuer einkaufen. Und das heißt nicht, dass erneuerbare Energien grundsätzlich unsinnig sind, aber eben nicht ausschließlich und nicht überall. Aber deshalb hat man ja schon die neuen Smart Meter verbaut und mit einer Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, den Strom notfalls zu drosseln. Costa Ricas Präsident wirbt jetzt übrigens wieder dafür, mehr über die Förderung von Erdöl und Erdgas nachzudenken, um die Energieversorgung wetterunabhängiger zu machen. So schreibt der Fokus. Er sagt, ich halte es für einen Fehler, ein Land daran zu binden, dass es natürliche Ressourcen, die ihm von Gott gegeben wurden, nicht nutzen darf. Und da ja auch bei uns in Sachen Energie die Ideologie übernommen hat, macht sich jetzt auch der größte Chemiekonzern BASF aus dem Staub. 10 Milliarden Euro investiert BASF jetzt in eine neue chinesische Großanlage und schließt Teile der Produktion in Ludwigshafen, wie der Fokus schreibt. Nun ja, dieser Kurs dürfte zumindest auf lange Sicht auch das Fachkräfteproblem lösen, denn die braucht ja bald keiner mehr.
Die Frage ist natürlich, ob unsere Regierung überhaupt bewusst ist, dass dann natürlich auch die Steuereinnahmen sinken werden, mit denen sie ihre Lieblingsprojekte finanzieren. Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender von BASF, sagt zumindest, Deutschland fällt zurück. Wir erleben den relativen Abstieg der Wirtschaftsmacht Bundesrepublik, weil die Energiepreise nicht mit anderen Standorten der Welt konkurrieren können und die Regulierung jegliche Innovation erstickt. Und das ist nicht die einzige Ohrfeige, die er der Regierung austeilt. Der Fokus schreibt nämlich weiter, die BASF in Deutschland trägt zum Konzerngewinn zu 0,00 Cent bei. Und es gibt nach Ansichten von Aufsichtsrat und Vorstand auf absehbare Zeit auch keine Chance, dass dieser Trend mit betriebswirtschaftlichen Mitteln umzudrehen ist. Aber damit ist Brudermüller noch nicht fertig. Er sagt nämlich auch im Fokus ganz klar die Gründe dafür. Habeck zieht seine Klimaagenda durch, inklusive Stilllegung der stabilen Stromlieferungen aus der Atomindustrie. Auch bei Chemierichtlinien, Lieferkettengesetz und Unternehmenssteuer wird kein Pardon gegeben. Der stille Abschied der BASF wird billigend in Kauf genommen. Wobei ich ihm hier ja fast widersprechen würde, da ich nicht glaube, dass Robert Habeck das billigend in Kauf nimmt, sondern die Deindustrialisierung des Landes ganz klar forciert. Aber weder die hohen Energiepreise noch die Überregulierung geht man an. Ganz im Gegenteil. So schreibt heute Apollo News, Thüringens Regierung will 2500 neue Staatsbedienstete einstellen. Und das, obwohl man in diesem Jahr voraussichtlich weniger Steuereinnahmen in Höhe von 112 Millionen Euro haben wird. Denn nichts liebt die Regierung mehr als noch mehr Staatsbedienstete und noch mehr Bürokratie. Aber am besten fand ich wirklich die Aussagen von Wolfgang Krupp, der Unternehmerlegende, der kürzlich in einem Interview mit dem Mainstream der Öffentlich-Rechtlichen und der Energiepolitik der Bundesregierung vor allem in Sachen Nord Stream 2 knallhart abgerechnet hat. Wir haben einen Mainstream und alles, wenn Sie was gegen den Mainstream sagen, dann sind Sie out. Das heißt, ob Sie ZDF oder ARD hören, Sie dürfen ja nichts sagen, was gegen den Krieg spricht. Sie müssen alles tun, damit man sagt, der Krieg ist berechtigt und so weiter. Ich bin anderer Meinung und ich sage es auch. Ich sag mal, wenn wir 20 Milliarden in Nord Stream 1 und 2 investiert haben, Und die gar nicht, ich sag mal, in Funktion kommen oder die zweite gar nicht in Funktion kommt, dann kann es das nicht sein, dass man Milliarden vergeudet. Irgendwas muss da vorgefallen sein und das hätte man rechtzeitig verhindern müssen. Und genau das ist es auch. Also entweder hätte man von vornherein sagen müssen, das ist uns zu risikoreich, wir bauen die Pipeline lieber gar nicht. Aber wenn man sie gebaut hat, sie dann nicht zu nutzen oder nicht reparieren zu wollen, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und das treibt eben jetzt die Preise in die Höhe, die Bürger in die Verzweiflung und die Unternehmen ins Ausland. Aber vor allem plädiert Herr Krupp auch für mehr Eigenverantwortung und spricht auch an, dass sich Leistung endlich wieder lohnen muss. Denn ich glaube nicht, dass man von einem vollhaftenden Unternehmer sagt, der soll etwas abgeben. Nein, dem sagt man, der hat es zu Recht verdient und dem steht es zu. Aber der Millionen bekommt für Millionen Fehlentscheidungen, das kann es nicht sein. Das hat mit einem Rechtsstaat, den wir immer so behaupten, den wir hätten, nichts zu tun. Und dann geht es nochmal um das Thema Bürgergeld und da sagt Herr Krupp auch ganz klar seine Meinung. Wenn ich denjenigen, die keine Leistung bringen, das Gleiche geben wie diejenigen, die Leistung bringen, dann wird unsere Gesellschaft auseinanderbrechen und wir kriegen keine Leistungsträger mehr. Wir brauchen Leistungsträger, die im Prinzip unser Land nach vorne bringen und die müssen wir auch ordentlich bezahlen. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Link zum vollständigen Interview ist in der Videobeschreibung. Wenn es gefallen hat, gerne teilen, liken, abonnieren und wer Lust hat, kann auch über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken. Bis zum nächsten Mal.